Hi, Andi hier von Nexus Media. In diesem Video zeige ich dir einen schnellen Trick, den du auf jeden Fall in deine Google Ads Suchnetzwerk-Routine implementieren solltest. Denn mit diesem Trick kannst du sofort die Performance deiner Kampagnen optimieren. Und zwar geht es um die Negativ-Keyword-Liste. Wir wollen quasi bestimmte Begriffe auf eine Blacklist setzen, unter denen wir nicht mit unserer Kampagne auffindbar sein möchten. Warum das so wichtig ist, das zeige ich dir in diesem Video. Kurz vorab, wenn dich solche Videos interessieren, dann schau auf jeden Fall bei der Nexus Akademie vorbei. Mittlerweile stehen dir schon über 300 Videos zur Verfügung und sämtliche Worksheets und Vorlagen, die wir auch intern selbst als Online-Marketing-Agentur verwenden. All unser Wissen teilen wir mit dir und so wirst du auf schnellstem Wege zum Online-Marketing-Experten. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Wir befinden uns in Google Ads und ich möchte dir einen Trick zeigen, den du eben nur für das Google Suchnetzwerk anwenden kannst. Wir sehen hier gerade eine Kampagne und haben die Möglichkeit, auf dieser Kampagnenebene auf Keywords zu navigieren. Wir sehen schon anhand dieser Lupe, es handelt sich um eine Suchnetzwerkkampagne und wenn wir auf Keywords gehen, sehen wir zum einen die Keywords, die wir hier hinterlegt haben. Es geht um eine Kampagne, wo wir unsere Leistung für die Branche der Landwirtschaft und Agrarwirtschaft darlegen wollten. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, auszuschließende Keywords hinzuzufügen. Wir können also quasi Begriffe eingeben, unter denen wir auf gar keinen Fall gefunden werden möchten. Kurz vorab müssen wir aber erstmal schauen, was sind eigentlich die Suchbegriffe? Keywords für unsere Suchanzeigen sind Keywords, die von uns hinterlegt wurden, unter denen wir auffindbar sein möchten. Suchbegriffe sind jetzt Begriffe, die genauso in der Google-Suche von potenziellen Kunden eingegeben werden, bevor sie auf unsere Kampagne stoßen. Da schauen wir mal rein. Und wir sehen zum Beispiel schon landwirtschaftliche Experte, Steuerberater, Landwirtschaft in der Nähe, also etwas, was überhaupt nicht zu unseren Leistungen passt. Jetzt könnten wir schon mal sagen, wir wollen auf jeden Fall diesen Begriff Steuerberater ausgrenzen. Landwirtschaftlicher Experte passt eigentlich auch nicht so richtig gut, denn wir sind Experten im Videobereich. Und wir sehen zum Beispiel schon, Steuerberater Landwirtschaft in der Nähe hatte 62 Impressionen und eine super gute Klickrate von 14%. Allerdings ist die jetzt nicht signifikant, weil die Impressionen noch nicht so hoch sind. Aber häufig filtere ich das Ganze hier nach Impressionen, also was am häufigsten gesucht wurde. Und wir schauen mal weiter. Musikvideoproduktion ist in Ordnung. Okay, das ist eine Person, die kenne ich überhaupt nicht. Darüber wollen wir auch nicht gefunden werden. Recruiting-Film ist in Ordnung. Casting-Agenturen für Film und Fernsehen ist schon wieder schwierig. Also du merkst schon, worauf das Ganze hinausgeht. Jetzt können wir die, die wir angehakt haben, auf die auszuschließende Keyword-Liste hinzufügen. Das mache ich einmal. Ich will aber nicht diese gesamte Begriffskombination hinzufügen, sondern lediglich den Begriff Steuerberater. Deswegen setze ich Steuerberater mal in Anführungszeichen. Wenn dieser Begriff in irgendeiner Kombination eingegeben wird, soll meine Kampagne nicht ausgespielt werden. Das gleiche gilt hier für diesen Namen, vielleicht ein Influencer oder sowas, zack, und ich bestätige das Ganze mit Speichern. Also alles, was innerhalb der Anführungszeichen steht, unter diesen Begrifflichkeiten möchte ich dann quasi mit meiner Kampagne nicht ausgespielt werden. Das Ganze machen wir jetzt hier auf Kampagnenebene und das mache ich auch immer bei Recruiting-Kampagnen für Kunden. Zum Beispiel, wenn Personen nach Kombinationen wie Gehalt, Verdienst, Geld, wie viel verdient, was macht, was ist, also solche Definitionsfragen. Wenn jemand nach diesen Kombinationen sucht, will ich mit meiner Kampagne nicht auffindbar sein. Das Ganze müssen wir aber jetzt für jede einzelne Kampagne pflegen. Wenn dein Google Ads-Konto aber rein um das Thema Recruiting-Kampagnen oder Karriere geht, dann kannst du dir auch einen einfacheren Weg suchen. Und zwar navigieren wir hier oben zu Tools und Einstellungen und gehen dann mal in die Listen mit auszuschließenden Keywords unter gemeinsam genutzte Bibliotheken. Denn hier können wir quasi eine Liste auf Kontoebene einfügen. Ich sage zum Beispiel Recruiting. Und wir tragen jetzt hier in die Liste ein, was verdient. Viele suchen nach was macht, also quasi Definition, Wikipedia, Bewerbung, Schreiben, also wir sind ja kein Newsartikel oder kein Blog, Gehalt, Verdienst und so weiter. Also alle Begriffe, unter denen wir nicht auffindbar sein wollen, können wir hiermit verankern und können das Ganze eben speichern. Und das können wir jetzt eben auf die gesamte Kontoebene ausrichten. Also diese auszuschließenden Keywords können wir dann quasi eben für alle unsere Kampagnen verwenden. Wir sehen hier unten für Kampagnen übernehmen. Ich wähle die einmal alle aus. Für Kampagnen übernehmen. Und wir bekommen hier die Kampagnen angezeigt für dieses Konto. Und ich wähle jetzt die Kampagnen aus, unter denen ich quasi mit diesen Keywords meine Kampagnen nicht ausstrahlen möchte.
Das Ganze speichern wir und das war es im Grunde schon. Jetzt haben wir eine auszuschließende Keyword-Liste für alle unsere Kampagnen angelegt. Und das ist eine Sache, die machen wir bei der Kampagnenerstellung. Brainstormen wir schon mal vorab, über welche Keywords wollen wir nicht gefunden werden. Ganz klares Beispiel, wenn wir eine Kampagne für Golfcaddies zum Beispiel schalten, dann wollen wir natürlich nicht unter dem Begriff VW gefunden werden, denn es gibt auch einen VW Golf. Ne? Oder wir haben mal eine Kampagne für ein Marmorwerk geschaltet und Personen haben dann zum Beispiel nach Marmorkuchen gesucht oder Marmorstein und Eisenbricht, also ein Lied, was erstmal mit der Marmorproduktion oder einem Marmorwerk erstmal gar nichts zu tun hat. Und das sind so Punkte, die brainstormen wir schon mal vorab. Und im Nachgang schauen wir im Zweitagesrhythmus, das hängt auch immer so ein bisschen vom Tagesbudget ab, hier haben wir jetzt ein 30-Euro-Tagesbudget, da schauen wir schon so im 2-3-Tage-Rhythmus drauf, wie sich die Suchbegriffe verhalten und ob da Suchbegriffe dabei sind, die wir ganz klar ausschließen wollen. Bei einem niedrigeren Tagesbudget gucken wir vielleicht auch nur einmal die Woche rein. Ansonsten, wie gesagt, alle 2-3 Tage. Und wir schauen auch vor allem nach den Impressionen. Also wir haben ganz viele Begriffe, die eine Impression haben. Das interessiert uns nicht. Auch 2 Impressionen interessiert uns nicht. Aber ab 4 Impressionen sollten wir auf jeden Fall schon mal einen Blick drauf werfen, weil das dann scheinbar Begriffe sind, die häufiger gesucht werden. Das ist so ein bisschen Arbeit, die man sich hier machen muss, aber die lohnt sich auf jeden Fall, um langfristig eine Klickrate von 10% oder mehr im Google Ads Suchnetzwerk zu erreichen und so eben die Kampagne noch erfolgsorientierter zu bekommen. Wie gesagt, wenn dich solche Themen interessieren, schau auf jeden Fall bei der Nexus Akademie vorbei. Da machen wir dich zum absoluten Online-Marketing-Experten. Wenn du ansonsten Fragen hast, kannst du dich natürlich auch an unsere Online-Marketing-Agentur wenden. Die ganzen Infos findest du nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist.